Wir machen weiter mit Unrejan. Model Diana hat einen Schaden. TikTok Caps 41. Bin gespannt. Los, Unrejan, komm, tu's. Komm, steck ihn rein, komm. Digga, ich hab heute ein Video von Birkir bekommen. Seid ihr bereit? Es muss passieren. Es muss passieren. Ich lass nur die Stimme laufen, okay? Wartet, ich habe heute von irgendeinem Fehlgrund einfach dieses Video bekommen. Ich lass laufen. Geschlafen gehen. Ich habe ein paar Snaps angeguckt. Auf einmal sendet mir eine kleine ein Snap, wo sie geschissen hat und sagt, ah, das sind noch ein paar Maisstücke. Bisschen Maisstücke, Digga. Von den Beleidigungen distanzieren wir uns. Finde ich nicht okay. Twitch, ich bin gegen sowas. Wir machen weiter. Ihr seid solche Witzer, ich schwöre. Einfach ein... Abdi, ich kann nicht mehr. Ist zum Trend geworden. Und damit würde ich sagen, wir sind wieder zurück mit einem neuen Video. Doch bevor das richtige Video beginnt. Placement. Ich hoffe, ihr guckt das alle nach Iftar. Freunde, ihr wisst, das Finanzamt hat sich auch nicht voll alleine. Ich würde gerne mal dieses Bild in unzensiert sehen, Unrejan. Und dann würde ich dir gerne mal meine Überweisung an Finanzamt schicken wollen. Mal gucken, ob du dann immer noch so traurig wirst bei dieser Ausgabe da. Aber heute ist es wieder so... Abgehoben. Ein Unternehmer hat erfolgreich meine Seele gekauft. Oh, warte mal. AirUp. Es haben sicherlich sehr viele von euch in letzter Zeit von AirUp gehört. Das ist diese absolute Dripflasche, für die ich meinen Onkel verkaufen würde. Ich habe diese absolute Dripflasche die letzte Zeit getestet. Lecker! Und ich kann euch offen und ehrlich... Und wie viel Geld hast du für das Video bekommen? Für diese Placement? Schreibt mal auf WhatsApp nochmal. Ich mit wirklich reinem Gewissen sagen, Alter, das ist krass. Anfangs dachte ich, dass das absolut nichts bringt. Auf jeden Fall, das ist ein Getränk, wo so Cup-Dings sind, mit Geschmack, dies, das, aber wir machen mal weiter jetzt. Hat sich ausgewerbung, Digga. Los. Dann müsst ihr einfach dieses ziehen. Beim Trinken. Freunde, mit dem Code. Abdi. Alter, dieser Code ist echt. Könnt ihr 10% auf eure komplette ab. Es ist nicht so, wie es aussieht. Und er hat mir gerade geschrieben, wie viel. Lass mal gucken. Ja, schmeckt, Digga. Sag ich dir ehrlich, schmeckt. Was gedacht? Meine lieben Freunde! Hört nicht auf. Komm! Zu einem Comeback. Wie lange, wie viele Sekunden hast du durchgezogen? Ohne Jan. Wie viele Sekunden? Sag mal, ich gucke, ob ich das toppen kann. One Taker. Ich versuche das jetzt nachzumachen. Hallo, ohne Jan, ich warte mal noch. Komm, schreib rein, komm. 16 oder so, okay. Du sagst, was sagst du, Freunde, was geht ab, meine lieben Freunde? Nee, Freunde, wie startest du das? Was geht ab, meine lieben Freunde, richtig? Was geht ab und dann, meine lieben Freunde? Richtig? Es könnte richtiger Flop werden oder ich könnte es toppen. Was geht ab, meine lieben Freunde? Nee, mehr geht nicht, Digga. Mehr ging nicht. Wie viele Sekunden war das? Das war nicht lange, Digga. Perfekt, 7 Sekunden. Perfekt, kann ich auch sterben gehen. Dann kann ich auch ein bisschen sterben, Digga. Kann ich auch ein bisschen sterben gehen. Back von Netflix, Jan. Ober Safi. Heute, meine lieben Freunde, geht es um die gewisse... Bayamuna Koyim Melis. Das. Model Diana. Und damit würde ich sagen, genug Geld gemacht... Genug das Video gestreckt. Wir können anfangen. Here we go. Ist euch das nicht peinlich? Wenn ich so genau mal hingucke, ist es schon ein bisschen peinlich. Ja. Ist euch das nicht unangenehm, dass unangenehm? Ein 19-Jähriger einen Pool und eine Villa hat und ihr nicht? Ja, ist ein bisschen unangenehm. Nee, ist eigentlich nicht unangenehm. Doch, für mich schon. Ich würde gerne auch mit 19 einen Pool haben. Peinlich. Einfach. Könnt ihr bitte aufhören im Chat, vor allem die Mods hier, über ihre Lippen sich lustig zu machen? Was ist das, Zay? Auch der Chat muss sich dran halten, vor allem die Mods. Wenn die Mods da anfangen und sich über die Lippen lustig machen, dann wird der Chat das wahrscheinlich auch machen, Zay. Daher, ganz ruhig bleiben, atmen, okay? Danke. Ihre Lippen sehen aus wie mein letztes Iftar-Essen. Schmeckt? Chupapi Muñeño. Muñeño, Muñeño, Muñeño. Stark. Peinlich. Peinlich. Baller, was schon. Sie hat es jetzt schon geschafft, im ersten Video unsympathisch zu werden. Oh mein Gott!
ich aufgestanden und meine Brust tat weh. Immer wenn ich meine zwei Brüste anspanne, da tut es übel weh. Übel weh. This morning I wake up and my boobs hurts. Every time when I make anspanning, it hurts. Übel weh. Oh, danke schön, der Jeff, für deine Fünferbombe. Willkommen im Video. Ehrenmensch, Digga. So was kriegt nicht jeder hin. Wir lassen uns von Madame Sujuk nicht aufhalten. Deshalb würde ich sagen, wir kommen zum zweiten Video mit der Frage: Dinge, die ein Geringverdiener nicht kennt. Perfekte Frage, ja? Dinge. Was ist ein Geringverdiener? Ab wann ist man ein Geringverdiener? Würdest du gerne wissen, hallo? Chat, einmal kurz in den Chat reinschreiben, ab wie viel man ein Geringverdiener ist? 3500. Ist man ab 3,5 schon ein Geringverdiener? Perfekt, Digga. Ja, gut, dann machen wir weiter. Dinge, die ein Geringverdiener nicht kennt. Ein Pool. Bist du in diesem Pool geboren oder warum erwähnst du den öfter als deinen eigenen Namen? Villa. Das Meer direkt vor der Tür. Tja, für andere Urlaub, für mich Alltag. Dinge, die eine Kappa nicht kennt. Respekt. Ich bin selber gerade sprachlos. Und so gut. Ach, Behuda, Digga, soll mich nicht triggern, verdammte Scheiße, Mann. Let's John Cena! Ah! Weißt du, meine Familie ist... Oh, Mann, dieses... Ah! Viel Spaß, nach Habibi. Wörterbuch. Ein Pool. Warte, ich bin in diesem Video wieder sehr ehrenlos unterwegs. Das ist auch natürlich gar kein Hate gegen sie. Ich glaube, mit ihr kann man eine Bob. Ja, aber die macht das doch extra, Bruder. Bisschen auf TikTok polarisieren, dies, das. Was Shisha rauchen? Wer sich mit dem Filter immer noch... Wer sich mit diesem Filter immer noch hübsch findet, sollte modeln. Hübsch findet, sollte modeln. Und wir kommen sofort zu diesem Video. Wer sich mit diesem Filter immer noch hübsch findet, sollte modeln. Okay. DJ Khaled is back. Wieso mache ich das eigentlich? Ich bin schon Model. Übel weh. Hä? Ich finde das so cringe, Alter. Übel weh. Alter, ohne Spaß. Es gibt manchmal Menschen auf der Welt, die sollten einfach weniger machen, als sie machen sollten. Model Diana aka Madame Sujuk aka Farid Bang 2.0. Model Diana aka Madame Sujuk aka Farid Bang 2.0. Ich weiß nicht, wer dir diesen Model-Titel gegeben hat. Ich meine, ich wusste auch gar nicht, dass man, nachdem man sich auf OnlyFans anmeldet, direkt zum Model wird. Diese Cola kostet mehr als du. Welches Auto fährst du? S63. S63. Mhm. Coupé oder Limousine? AMG. Oh mein Gott! Und damit würde ich sagen, sind wir alle bereit dafür, einmal runterzukommen. AMG. Und uns das nächste Video anzugucken. Geringverdiener erkennen. 3 Anzeichen. Baller, so langsam glaube ich wirklich, dass sie in diesem Pool geboren ist. Ich will euch mal was fragen, Digga. Ich will euch mal was fragen. Das ist nur so obligatorisch für den Stream, damit wir ein bisschen Unterhaltung haben. Würdet ihr sie trotzdem? Interessant. Wir machen weiter. Nach Bodum, Entschuldigung. Look. Das ist schon wirklich krass, wenn ich so überlege. Wenn man mit diesen Anzeichen ein Geringverdiener ist, Junge, dann bin ich ja gar nichts. Freund! Das war beabsichtigt. Und Jean weiß, dass das meine Lieblingssängerin ist. Das war beabsichtigt. Buck, ihr dürft dieses Lied in meiner Nähe nicht anmachen, Digga. Ihr dürft dieses Lied in meiner Nähe nicht anmachen. Das geht nicht. Ich muss jemanden anrufen. Ja, Bruder. Na, das? Ich glaube, ich muss rein! Ich bin im Stream! Ach so. Und ich muss rein! Okay, tschüss, Nadat! Ja! Nadat fürs Stream ausgenutzt! Ja! Ja, damit hat keiner gerechnet, Mann! Und dann hat er geschrieben, nein! Unangenehm! Unangenehm! Muss mich kurz rausreden, Mann, das ist unangenehm. Ich muss mich entschuldigen. Oder? Ich weiß nicht. Na, er lacht, er lacht. Bruder Waller, einer hat ein trauriges Lied angemacht und dann bin ich immer traurig und wenn ich traurig bin, denke ich an dich und dann muss ich weinen und deswegen habe ich dich angerufen. Nimm mir das bitte nicht böse, Nadat. Unangenehm, ich muss ihn nass für ihn anrufen und sagen sorry und so ein Scheiß, Digga. Ich will nie wieder reingehen, FaceTime, Mann.
Er wird nie wieder FaceTime rangehen, Mann! Warte, ich mach ihn auch noch spannend jetzt. Du brauchst dir keine Sorgen machen, ich werde dich nie wieder im Stream FaceTime anrufen. Habibi Jan niemals. Ja, das ist wichtig, Digga. Das ist wichtig. Jetzt schicken wir ein Herz, so. Machen wir ein Herzchen. Es musste sein, Mann! Es musste sein! Es musste sein, Mann! Tim, wir! Nein, unangenehm! Unangenehm! Mann, das ist mir gerade voll unangenehm. Vor 2100 Leuten ist es mir gerade voll unangenehm, dass ich angerufen habe, Bruder. Wallah, voll unangenehm, ich schwöre. Bruder, ich war am nächsten nervös gerade. Ja. Ich weiß Bescheid, ab 22 Uhr ich gehe. Ja! Ja, 22 Uhr nicht mehr rangehen, FaceTime, Bruder. Nein, Wallah, ich ruf nie wieder in FaceTime. Ich ruf nie wieder in FaceTime an, versprochen, Bro, Wallah. Ich ruf nach FaceTime, nach Stream ruf ich einmal kurz an, Alter, bis gleich. Ich soll euch von Nadel grüßen, er schreibt, best Community grüßt die. Herz geht raus. Schreibt mal alle Herzen rein. Schreibt mal alle Herzen rein, er schreibt Soldaten. Macht mal alle Herzen rein für Nadel. Bruder, ich soll dich vom Stream zurückgrüßen. Damit du Bescheid weißt. Dankeschön, Chef. Wir haben's gerettet, Mann, wir haben's gerettet, wir machen weiter. Mittlerweile etwas hochgenommen haben. Kam Monte um die Ecke. Monte, bin ich sick. Verpiss dich, du. Montana Black schreibt, du hast da ein bisschen Gesicht unter deinem Make-up. Nein, das ist unangenehm. Unangenehm. So, jetzt machen wir weiter. Nachdem Monte mein letztes Video kommentiert hat, hatte ich einige Fragen. Ist er jetzt Geringverdiener oder nicht? Warte, bevor Monte ein Geringverdiener ist, bin ich dünn. Also fing ich an, Recherche zu betreiben, um der Wahrheit auf den Grund zu gehen. Warte, ich könnte jetzt was total Ehrenloses sagen. Okay, ich werde es sagen. Einfach ihre Kleidung hat sich angepasst auf ihre Onlyfans-Preise. Ich stellte komplizierteste Statistiken auf und musste eins feststellen. Er hat keinen Pool. Ringverdiener. Wenn du in meinen Pool springst, würde ich deine Plastikmüll rausfischen. Deswegen habe ich keinen. Okay, perfekt. Distanzieren wir uns von. Oh mein Gott! Oh, wir wissen alle, nachdem es uns wirklich, uns geht's gar nicht gut. Nach solchen Videos kommt eigentlich immer Hot Mom Check. Vielleicht vermisse es! Aber deshalb, damit wir ein bisschen Abwechslung in dieser ganzen Materie hier haben. Schöne Besiegsen, Gatling. Was? Nimm diese Liederhose, Bro! Kommen wir kurz zu einer Werbung. Digga, diese Werbung triggert! Das lief nicht so wie erwartet. Freunde, wenn ihr bis hierhin zugeguckt habt, dann habt ihr alles falsch im Leben gemacht. Und perfekt. Dass ihr euch das bis hierhin geben konntet. Respekt. Deshalb würde ich sagen, wir kommen sofort zum neuesten Video. Hast du einen Job und einen Schulabschluss? Nein, aber ich habe einen Pool. Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich keins von beiden. Wundert mich gar nicht. Aber für einen Pool hat es trotzdem gereicht. Ja, perfekt, Digga. Damit habe ich auch nicht gerechnet, Mann. Show, Freunde, was geht? Ich dachte, während ich hier beleidige, blende ich euch mal ein Pack. Wer ist diese Dame da? Habe ich nicht verstanden. Für einen Teig. Rezept ein. Der schmeckt eigentlich ganz baba. Müsst ihr halt wissen, oh, meine Zeit ist vorbei. Bruh. Im neuesten Video geht es darum, wie ich lebe. Und wie ihr lebt. Und ich bin gar nicht gespannt. Ich mach ein bisschen Spaß, Digga, Walla. Er denkt jetzt nicht so, eine so schlimm bin ich auch nicht, ich schwöre bei Gott. Ich mach Spaß, Digga. Han, ich will, dass dieser Hunde-Emot benutzt wird, oder deswegen. Han, als ob ich noch nie Brüste gesehen habe, entspannt euch, Digga, Walla, ich mach Spaß. Han, wenn ihr wirklich denkt, so, ich bin Benat und so, und wenn ihr so Ausschnitte auf TikTok seht und sowas, weil Leute immer meinen Stream so hochladen und so, Walla denkt nicht so von mir. Ich bin eigentlich voll der Liebe, ich schwöre. Walla sogar. Walla Billa sogar. Ich mach nur ein bisschen Show, ihr kennt ihn doch, Digga. Alles ist gut, solange du wild bist. Wie ich lebe und wie ihr lebt. An alle Frauen, der satte Bitch. Was hat sie gegen Duisburg? Vor deinem Onlyfans warst du doch auch in Duisburg aktiv. Gelbe Blase, ja, Paimsana. Ja, Paimsana. Wie die Queen von TikTok lebt. Maria schreibt in den Chat, ja, du bist knuddelig und putzig. Perfekt, Digga, bisschen knuddelig, bisschen putzig, Digga, du kennst sie noch? Perfekt, Digga. Aber da ist er schon wieder. Halt's Maul! War das meine Stimme? Alter, da ist er schon wieder! Halt's Maul! Das war doch meine Stimme, oder? Aber wo habe ich das gesagt? In welchem Zusammenhang? Ich will da so ein geiles Leben haben. Sorry! Ich will halt's Maul! Ach so, what the fuck? Nein! Ich will das nicht, Digga! Ohne Jambuch und Chikana, Bro! Du kannst nicht in jedes Video meine Videos einbauen, Bruder! Manchmal ist lustig, aber damit gehst du zu weit, Digga! Mit diesem Video gehst du zu weit! Mit diesem Video gehst du zu weit, Digga! Was das? Oh nein, Digga! Digga! Okay, okay.
okay, okay. Walla, ich hab damit überhaupt nicht geredet. Mir ging's gerade nicht gut, Mann. Freunde, bei dem letzten Video geht's um das, was ich eigentlich eben gerne mache. Und zwar Kommentare abchecken. Nun kommen wir zu Ihrem Video. Leute, ich habe mir heute einige Kommentare durchgelesen. Wenn ihr schon mit mir sprechen wollt, dann sprecht mich bitte mit Sie an. Und was sagen die Kommentare dazu? Ach, bestätte, ja, mir den Jahrschommel. Hast meinen Kopf gefickt, hast mich hintergangen. Wer bist du? Dann hätten wir das jetzt auch hinter uns gehabt. Damit würde ich sagen, war's das mit dem Video, meine lieben Freunde. Wenn du das Video mit deiner Freundin geguckt hast, kannst du dir sicher sein, dass sie jetzt mich liebt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst jetzt einen Daumen nach oben da. Damit die Chayas mich ernst nehmen. Kommentiert mit eurem Lieblings-Eistee. Und ich würde es natürlich sehr freuen, wenn ihr ein Abo... Boah, ich war gerade kurz davor, Digga. Kurz davor, den Namen zu leaken. Und ich mach das nie wieder, Digga. Walla, mein Gehirn-Synapse ist gerade durchgebrannt. Walla, ich war kurz davor, den Eistee-Namen zu leaken. Bro, mach das nie wieder, Mann. Oder lassen wir, damit wir endlich die 200.000 Abos haben. Macht denn die 200.000 Abonnenten voll. Geht drüber und abonniert ihn, Digga. War ein sehr gutes Video, war sehr unterhaltsam. Wenn ihr wollt, dass du auf weitere Videos von Unjan reagieren sollt, dann gibt es wieder einen Daumen hoch. Abonniert den Kanal, Dankeschön. Okay, tschüss!